Kollegen angeboten. Rosa, mein Hemd ist eingelaufen. Das ist Karls Hemd, Tonto. Ups. Ah! Marshmallow Blaster! Sergio will haben! Oh Mann, ich bin echt hungrig. Oh, Mihita, nicht vor dem Essen. Und Eis gibt es auch noch nicht für euch. Oh, das hier passt sehr gut. Abuelo, das ist mein Outfit. Es reicht, fuera. Raus aus meiner Küche, sonst wird das Essen nie fertig. Du auch, Sergio. Oh Mann, das Angebot war zeitlich begrenzt. Was hast du da, Ronnie Ann? Ihr müsst diesen Tamales-Truck testen. Die Tamales sind echt lecker. Bist du verrückt geworden? Wenn Abuela dich die essen sieht, bist du erledigt. Ja, neulich hat sie Tio Carlos woanders essen sehen. Einen Monat hat sie nicht für ihn gekocht. Ich musste mich von gefrorenen Fischstäbchen ernähren. Ja, sie wird super eifersüchtig, wenn wir fremdes Essen mögen. Aber so gute Tamales habe ich noch nie gegessen, wirklich. Probier mal. Wow. Die schmecken ja einfach himmlisch. Ich will auch was davon. Wovon? Von dem, was du kochst. Na gut, Essen ist fertig. Wartet auf mich. Am nächsten Tag. Ich bin besessen von den Tamales. Ich habe sogar davon geträumt. Wenn Abuela davon erfährt, dann war's das mit uns. Wir müssen was tun. Und ich weiß auch schon was. Hier ist Abuelas Zeitplan. Sie kocht von 7 bis 8, Reparaturen von 10 bis 2 und die Wäsche von 3 bis 4. Die Reparaturen lenken sie am meisten ab. Und da kapern wir den Truck. Gut geplant, Schätzchen. Das hat sie von mir. Wenn mich jemand braucht, ich ersetze eine Tür in 4A. Los geht's! Ja! Ups, Werkzeug vergessen. Einmal Schwein und einmal Süßes fertig. Das bin ich. Abuela kommt. Abbruch, Abbruch. Abuela, hi. Du reparierst die Tür. Mach ich auch. Aber erst muss ich noch neues Werkzeug besorgen. Bobby muss aufs Töpfchen. Was? Nein. Eigentlich. Doch. Stopp. Also gut, wir müssen uns was ausdenken. Wir brauchen Wachen, Signale und Codenamen. Genau, jetzt wird's ernst. Und wir dürfen nicht alle zum Truck. Ist zu riskant. Also geht nur einer und holt die Tamales für alle. Okay? Tamales! Modepuppe, komm. Mama Grande geht zur Homebase. Verstanden. Mercado-Mann, warte auf mein Signal. Bienen! Verschwindet! Roger, ich gebe das Signal. Halt, was? Nein! Der Professor setzt die Segel. Oh, Mayday. Ich krache gleich in Mama Grande. Oh, der Truck fährt weg. Ich bleib dran. Oh nein, der Truck parkt vor unserem Haus und Abuela steht direkt am Fenster. Wir brauchen einen neuen Plan. Hurricane Panther High Ninja ist auf Position. Karl, du darfst nur einen Codenamen haben. Warte auf unser Signal. Hey, Abuela, wir schneiden die Zwiebeln für dich. Mach mal Pause. Oh, danke schön. Ich war schon müde vom Stehen. Ruh dich mal aus. Bobby hat schon alles unter Kontrolle. Mama Grande ist unter Kontrolle. Jetzt zeige ich euch mal, was ein Ninja alles kann. Ninja-Rolle, Drachenslide. Tippel, tippel, tippel. Jump, kick, 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 Karate. Karl, hör auf mit dem Unsinn. Bobito, die Zwiebeln sind viel zu stark für deine empfindlichen Augen. Nein, das macht Spaß. Na gut, ich muss nämlich noch mehr in der Eisenwarenhandlung besorgen. Ohne Puppe, es gibt ein Problem. Mama Grande will raus.
Abuela, schnell! Ich brauche eins deiner tollen Mittel gegen diesen Ausschlag. Dreimal Hühnchen und dreimal Schwein. Schwein ist aus. Nimm das Hühnchen. Nein, nimm Rind. Wirklich kein Schwein? Oh, der Chef trifft jetzt eine Entscheidung. Fünfmal Rind und fünfmal Hühnchen. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe das Mittel auf das Fensterbrett gestellt. Nein, halt! Der Ausschlag ist weg. Habt ihr auch Treuekarten? Nein. Abuela, nein, mir geht's gut. Oh.